VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ein herzliches Willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Zuseher unten im Sparkassenforum zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel Liga-Auftakt gegen den SVW Wiesbaden. Ich grüße bei mir unser Gästecoach Rüdiger Rehm und unseren Cheftrainer Agi Janikis und darf Rüdiger Rehm gleich um seine Einschätzung bitten. Ja, in erster Linie sind wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir hier als Sieger vom Platz gegangen sind. Das ist das Wichtigste am ersten Spieltag. Da hätte man keine spielerische Grenzleistung erwarten können und deswegen war das Wichtigste heute diese drei Punkte. Ich glaube, dass in der ersten Halbzeit der VfR Aalen ein sehr, sehr hohes Tempo an den Tag gelegt hat und uns auch immer wieder in die Probleme oder immer wieder Probleme bereitet hat. Wir hatten zwar dann mit Steffen Andres eine gute Gelegenheit nach so einem langen Ball von Sören Rettemann hinten, den Bernhard sehr, sehr gut rausholt, aber wir kamen nicht richtig ins Spiel und die Aalener waren ganz klar optisch überlegen. Hatten mehr Aktivität, mehr Laufbereitschaft, waren im Zweikampf präsenter. Ja, wir haben zu leichte Bälle hergegeben vorne, kaum Bälle festmachen können. Und deswegen waren wir glücklich, dass wir mit 0-0 nach dem Lattentreffer auch von der Aalener Seite mit 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. In der Halbzeit haben wir ein bisschen drauf spekuliert, dass das Tempo sehr, sehr hoch war von den Aalern. Und wir mussten natürlich nachlegen und hofften, dass die Aalener ein bisschen nachlassen werden. Dann kam das 0-1. Einen Ausrutscher von unserer Seite und Matze Morris dann mit seiner bekannten Qualität vor dem Tor bzw. beim Abschluss. Dann war es natürlich eine schwierige Sache bei den Temperaturen dann nochmal hochzufahren. Wir hatten drei sehr, sehr gute Wechsel, sehr, sehr gute Einwechslungen, was extrem wichtig ist im Fußball, auch wenn es die Spieler manchmal nicht so gerne haben, natürlich auf der Bank zu sitzen, aber es ist extrem wichtig, einfach für der Bank nochmal richtig Power und Qualität zu bringen. Und das haben wir geschafft und ich denke auch im Laufe der zweiten Halbzeit dann einfach die Überhand gewonnen und dann auch verdient, leicht verdient, ja, nicht hoch verdient, aber verdient das 2-1 auch noch gemacht und somit dann auch als Sieger vom Platz gegangen. Wie gesagt, es war keine Grenzleistung, aber das zählt am ersten Spieltag auch nicht. Und den Aalen wünsche ich natürlich mit Agi sehr, sehr viel Erfolg. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, immer so einen Umbruch dann zu meistern und dann brauchen wir natürlich auch die Erlebnisse, die Erfolgserlebnisse und das wünsche ich euch. Danke. Danke, Rüdiger Rehm. Agi, wie hast du die 90 Minuten gesehen? Ja, einen schönen Tag zusammen. Ja, ähnlich. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Ballkontrolle gehabt in der ersten Halbzeit, haben Gegner laufen lassen, hätten hier und da ein bisschen zielstrebiger nach vorne agieren können, aber dennoch haben wir vier gute Chancen in der ersten Halbzeit, ein Freilauf von Matze Morris. Ja, die Lattenchance hat Rüdi eben angesprochen, haben ein, zwei Chancen zugelassen, einmal hält man es gut, hat Rüdi schon angesprochen, klar. Ja, zweite Halbzeit, machen wir aus, mehr oder weniger aus dem nächsten 1-0 mit einer guten Aktion von Matze Morris. Aber Gegner klar ausgerutscht, haben aber danach meist nur die Schnittstellenpässe nicht gut verteidigt, die Schnittstellen nicht gut verteidigt, den Flügel nicht gut verteidigt, mussten aufs Foul spielen, wollten mit zwei frisch zentralen Leuten das Ganze ein bisschen besser auffangen, kriegen am Standard 1-1 und beim 2-1 das darf nicht passieren, dass wir nicht schalten, wenn ein Spieler bei uns am Boden liegt, dass wir nicht durchschieben, dass wir nicht zu Ende spielen und das ist dann schon ärgerlich. Dass wir dann 2-1 kriegen, die Art und Weise war nicht optimal. Ja, und die Mannschaft hat gewollt, aber wie gesagt, bei den Temperaturen nach so einem Umbruch, so gegen so einen Gegner, so in den 7 Spielen nochmal zurückzukommen, ist schwer, aber die Mannschaft hat alles probiert. Leider denke ich, dass wir vielleicht zu Unrecht auch ohne Punkt da stehen. Ich denke, ein Punkt wäre gerecht gewesen. Danke, Agi, und damit ist Platz für eure Fragen. Bitteschön. Janikis, der Kollege Rüdiger Rehm hat es angesprochen, die Einwechslungen machen sehr, sehr viel aus. Ist mit Matris da vielleicht ein kleiner Bruch reingekommen nach der Auswechslung von Morris? Bruch würde ich sagen, wir haben davor schon Probleme gehabt, die Schnittstellen zu verteidigen. Ja, wir wollten, wie gesagt, einen Spieler auf Platz haben, der die Bälle mehr hält, weil die Bälle waren auch schnell weg. Bei der Intensität in der ersten Halbzeit war es fatal, dass wir die Bälle verloren haben, so leichtfertig in der zweiten Halbzeit. Deswegen wollen wir einen ballsicheren Spieler auf Platz haben. Gegner hat es gut verteidigt, kam nicht richtig gut ins Spiel rein, das stimmt. Aber wir haben als Mannschaft auch die Schnittstelle nicht gut verteidigt und nicht kompakt hergestellt, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Herr Rehm, eine Frage an Sie noch. Die Spieler des VfR haben geklagt, dass der
SV Wiesbaden weitergespielt hat vor diesem 2:1, weil Letar am Boden lag. Wie haben Sie das gesehen? Ja, es ist seit ein, zwei Jahren klar, dass der Schiedsrichter bei schweren Verletzungen unterbrechen muss. Und wenn das jetzt eine Situation wäre, wo der Ball eine Minute oder sonst irgendwas bei uns im Feld drin ist, dann hätte man natürlich auch gespielt. Aber er stand ja dann auch wieder bei der Flanke, ist schon wieder aufgestanden, er hatte Krampf. Ja, ich sag, der Schiri muss entscheiden, wann ein Spiel unterbrochen wird und so lange wird weitergespielt. Und das wäre bei meiner Abwehr genau dasselbe. Das wird Agi seinen Jungs auch sagen. Es ist immer so eine Sache, es war früher mal so, dass man immer den Ball rausgespielt hat, dann lagen die Spieler in den letzten 5 Minuten, die geführt haben, permanent am Boden und haben nur gewartet, dass der Ball wieder rausgespielt würde. Dadurch geht natürlich der Spielfluss verloren. Dann hat der DFB so entschieden, über die Schiedsrichter das so zu machen. Und ich finde es auch eine richtige Entscheidung, weil im Endeffekt zählt nur eine schwere Verletzung. Ja, und wenn dann der Ball lange drin ist im Spiel, dann wird man den eh automatisch irgendwann rausspielen oder der Schiedsrichter unterbricht halt. Gibt es weitere Fragen? Alles gesagt, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei beiden Trainern, bei Rüdiger Rehm und bei Agi Gernikis. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt und ebenfalls toi 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 für den weiteren Saisonverlauf und sehen uns an dieser Stelle schon wieder Dienstag, 7.8. 19 Uhr gegen die Würzburger Kickers. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.